Herr Lindemann, es gab wieder Streit in der Bundesregierung, aber alle gehen schon davon aus, dass beides kommen wird im August. Das Wachstumschancengesetz und die Kindergrundsicherung. Sie haben jetzt eine Agenda 2030, so haben Sie das genannt, gefordert, um Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen. Was würden Sie denn anders machen als die Bundesregierung? Ich würde erst mal handeln. Wir merken das zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge. Da gab es einen Gipfel im Mai. Die Bürgermeister schreiben mich an, die Landräte schreiben mich an und sagen, warum gab es überhaupt den Gipfel? Wo ist die Unterstützung? Dann das Thema Wirtschaft, natürlich sehr stark. Der Mittelstand ist völlig verunsichert, hat keine Planungssicherheit. Sie haben es angesprochen, da wurde mal eben ein Gesetz von der Tagesordnung genommen, wo man mit gerechnet hat. Das Thema Liquidität, dass es bessere Abschreibungsmöglichkeiten gibt, dass es mehr Geld gibt, Unterstützung in der jetzigen Situation. Also ich würde wirklich den Finger in die Wunde legen und ein Sofortprogramm vorlegen. Was können wir in den nächsten 4 Wochen machen? Die Frage ist, ob Sie damit bei den Menschen ankommen, mit Ihrer aktuellen Politik und Ihren Plänen. Im aktuellen ZDF-Politbarometer hat etwas mehr als die Hälfte der Befragten, 52%, gesagt, die Union würde es auch nicht besser machen. Und diese Zahlen, die wir jetzt gleich zeigen werden, dürften Ihnen auch Sorgen bereiten. Wir haben nämlich gefragt, würde sich Friedrich Merz als Bundeskanzler eignen? Lediglich 22% aller Befragten sind der Meinung, dass sich der CDU-Vorsitzende als Bundeskanzler eignen würde. 69% sehen das nicht so. Und hier auf der rechten Seite, auch bei den CDU-CSU-Anhängern, halten nur 39% Merz für geeignet als Bundeskanzler. Und 50% finden ihn für das Amt des Bundeskanzlers, also von den eigenen Leuten, ungeeignet. Wie erklären Sie sich diese Zahlen? Ich glaube, es gibt einen Punkt, der ist berechtigt, dass viele Menschen sagen, was sind denn eure Konzepte? Was macht ihr denn besser? Wir haben gerade über das Thema Wirtschaft gesprochen. Wir werden jetzt in 2 Wochen ein Konzept vorlegen, was wir besser machen würden. Dass wir nicht nur kritisieren, sondern was wir besser machen. Und darüber hinaus zeigen die aktuellen Werte auch für die CDU auch eine Unzufriedenheit mit der Ampelregierung. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Sie zeigen erstmal, was wir gerade gesehen haben, eine Unzufriedenheit auch mit dem CDU-Vorsitzenden. Nee, insgesamt, dass man sagt, die Opposition muss klarer sagen, was sie denn will. Das gilt für Friedrich Merz, das gilt für mich auch als Generalsekretär. Und genau daran arbeiten wir. Nur wenn die Ampel wirklich den letzten verunsichert hat in Deutschland mit dem Heizungsgesetz, dann braucht man sich nicht wundern, dass Protest entsteht. Und das passiert gerade. Und daran kann niemand ein Interesse haben. Bleiben wir noch mal kurz bei der Union. Alle fragen sich natürlich, wer wird Kanzlerkandidat? Diese Frage können Sie wahrscheinlich jetzt schon, Sie sind gerade 5 Wochen Generalsekretär, nicht mehr hören. Ich stelle sie aber trotzdem oder vielleicht auch ein bisschen anders. Vielleicht können Sie auch nicht mehr bis Herbst nächsten Jahres warten, zu entscheiden, wer es wird. Aber die Frage ist vor allem, wie wollen Sie entscheiden? Sollen es die Gremien entscheiden, wie bisher eigentlich in den letzten Jahren, oder doch die Mitgliederinnen und Mitglieder der Union, wer als Kanzlerkandidat die Parteien führen soll? Ja, ich teile Ihren Punkt nicht. Sie sagen gerade, jeder interessiert sich dafür, wer Kanzlerkandidat wird. Ich war das ganze Wochenende wieder im Wahlkreis unterwegs, auf Festen, habe viele Leute getroffen. Nicht einer hat mich gefragt. Sondern die Menschen fragen sich, was macht ihr denn bei 6 bis 7% Inflation? Die Mittelständler haben keine Fachkräfte mehr. Restaurants machen zu. Die fangen an, mittags zuzumachen, nur noch abends auf. Ganze hauen ganze ab. Ganze Restaurants schließen ganz. Die Industrie verlegt ihren Sitz ins Ausland, um Kosten zu sparen. Das sind die Themen. Es ist wirklich so. Ich kriege diese Frage nur in Berlin gestellt. Und wir haben einen ganz klaren Fahrplan. Im nächsten Spätsommer, Herbst werden wir diese Frage beantworten. Da wird es ein Gespräch natürlich der Parteivorsitzenden geben. Gremien oder Mitglieder entscheiden. Natürlich werden die Parteivorsitzenden sich zusammensetzen und dann darüber reden. Und dann werden auch andere mitgenommen. Sie wollen über Themen sprechen, das ist ja auch verständlich. Ihr Fraktionsvize Jens Spahn hat sich am Wochenende gemeldet und hat das Thema Migration auf die Agenda gesetzt und fordert jetzt eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asylmigration. Dabei haben sich ja die EU-Staaten gerade auf eine Verschärfung des Asylrechts geeinigt. Das haben sie gemacht. Das Problem ist nur bei der EU, dass es immer sehr lange dauert. Diese Einigung wird wahrscheinlich nicht Monate dauern in der Umsetzung, sondern vielleicht sogar 1, 2, 3 Jahre. Und so lange haben wir keine Zeit. Reden Sie mal mit Bürgermeistern und Landräten. Wir wollen ja als Deutschland Humanität zeigen. Aber wenn wir überfordert sind, schaffen wir das nicht. Und dann wird leider das wahr, was der Bundespräsident AD sagt, Joachim Gauck. Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Und deshalb muss jetzt gehandelt werden. Ich habe es eben gesagt, der Flüchtlingsgipfel liegt Monate zurück. Es passiert einfach nichts. Der Kanzler duckt sich auch weg.
Er geht auf eine abstrakte Ebene, spricht über Themen, beantwortet Fragen nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist keine Fortschrittskoalition mehr, sondern eine Abstiegskoalition. Man muss das wirklich leider so sagen. Ganz kurz noch, Sie arbeiten an einem CDU-Grundsatzprogramm und Sie möchten ja über Inhalte sprechen. Geben Sie uns 3 Punkte, was die Union wirklich unterscheidet und was Sie jetzt, mit welchen Akzenten Sie jetzt in diese nächsten 2 Jahre gehen wollen. Also ich sage Ihnen mal einen ganz klaren Punkt, wo ich gestern auch mit vielen drüber gesprochen habe, ein Gesellschaftsjahr. Nur die Union fordert ein Gesellschaftsjahr, dass wir sagen, es tut jungen Menschen gut, nach der Schule für eine bestimmte Zeit, nicht nur bei der Bundeswehr, im sozialen Bereich, europäisches Ausland, vielleicht nimmt man Vereine und Stiftungen dazu, sich zu treffen, dass man sieht, dass Andersdenkende auch eine Meinung haben, dass die Gesellschaft zusammenhält, nur mal einen Punkt. Darüber hinaus das Thema Leisten, dass Leistung honoriert wird, dass Fördern und Fordern wieder honoriert wird, auch das Fordern beim Bürgergeld und wir brauchen einen funktionierenden Staat. Und ein Rechtsstaat, der funktioniert, das Recht in Deutschland durchgesetzt wird. Sagt Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär. Vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen. Danke.